bist du drauf gekommen, auf den Preis? Wurdest du vorgeschlagen oder hast du von dem Haus Dampogier schon eine Einladung bekommen? Wie war das? Natürlich, Dampogier ist halt in allen Munden, gerade wenn man halt in der Gastronomie in Berlin halt rumschaut, steht meistens immer eine Kommentierflasche rum, was natürlich auch sehr lecker schmeckt. Und dadurch, durch Recherche von mir, bin ich halt auch mit auf den Dampogier Grand Prix gekommen. Genau. Und das ist dein zweites Mal? Das ist das zweite Mal, genau. Jetzt natürlich mit anderen Ansichtsweise gehe ich jetzt daran und versuche das Bestmögliche da rauszuholen wieder mal. Genau. Meinst du, hilft dir schon die Erfahrung, dass du schon einmal dabei warst? Definitiv, man hat da natürlich einen ganz anderen Einblick. Man weiß jetzt ein bisschen ungefähr, wie, wo was ist, was ist, worauf es ankommt. Und natürlich halt ist es immer besser für den Koch, die Küche vorher zu kennen. Genau. Okay. Und zu wissen, wo was steht. Sag mir, was ist für dich die größte Inspiration und was treibt dich und wie gehst du auch mit der Kritik um? Hast du ein Gefühl, dass dich das verbessern kann? Kritik ist eigentlich das Wichtigste mit. Und wir Köche sind eigentlich dafür da, mit zu kochen, dass halt die Gäste halt auch zufrieden rausgehen. Und für mich ist natürlich Kritik wichtig, halt um besser zu sein und halt aus, sag mal, nicht aus den Fehlern zu lernen, sondern halt diese Sachen, was halt an Kritik halt ansteht, besser zu machen halt. Ja. Und halt wirklich halt auf dem Teller zu performen, wirklich das Bestmögliche aus diesen Produkten rauszuholen. Das ist halt auch für mich wichtig. Und natürlich auch mit den besten Produkten aus der Region, aus anderen Ländern zu arbeiten. Ich mag es auch, mit verschiedenen Texturen zu spielen, das Fleisch länger reifen zu lassen, den Fisch entweder zu braten oder zu konfieren, mit verschiedenen Aromen aus verschiedenen Ländern zu arbeiten, das ist halt wirklich für mich wichtig. Und gerade auch nicht nur das Fleisch und den Fisch in Sehne zu setzen, sondern auch das Gemüse perfekt zu garen und halt auch zu pickeln und halt verschiedenes möglich einzuleben. Aber ich fand das ganz schön, wie du gesagt hast, dass du so performst auf dem Teller. Ja, genau. Ich glaube, das ist ja verbindend. Ich fand halt wirklich auch straight, geradlinig gedacht. Und das halt, was wir, beziehungsweise was ich halt auf den Teller bringe, das schmeckt halt auch. Wir brauchen nicht irgendwie anfangen mit irgendwelchen Gelen, irgendwelche Fruchtsäfte zu entsaften, um Gel aufzubringen, um nur halt zu sagen, ich habe jetzt ein Gel da drauf. Oder halt, wir haben auch, oder halt auch Gerichte zu entwickeln, wo 20 Komponenten drauf sind, das ist Schwachsinn. Also ich will, das, was auf dem Teller ist, ist lecker, ist geil und halt auch aussagekräftig. Genau, und so das Liga spielt halt noch meine Küche wieder.